mein Lieben. Hallo, mein Lieben von Felix auch. Wir sind auf dem Weg zum Kinderarzt, denn die kleine Maus braucht oder bekommt heute ihre U2. Die wird ja eigentlich immer im Krankenhaus gemacht, 48 Stunden nach der Geburt. Aber da wir ja früher gegangen sind, müssen wir das jetzt beim Kinderarzt machen. Aber das ist auch gar kein Problem. Sie ist jetzt 6 Tage alt und zwischen dem 3. und 10. Lebenstag soll man das ja machen. Und genau, deswegen haben wir jetzt den Termin um 11:30 gleich. Wir haben es jetzt 20 nach, sind jetzt aber auch gleich schon da. Und die kleine Maus ist natürlich auch hier dabei, die brauchen wir natürlich. Die schläft ganz friedlich wieder, wie immer, im Cybex. Also Autofahren ist genau ihr Ding. Und genau, das heißt, wir gehen jetzt zum Kinderarzt danach. Weiß nicht, wollen wir noch was frühstücken geben? Ja. Dann gehen wir noch was frühstücken, weil wir ja es einfach noch nicht geschafft haben wegen der Kleinen. Ich musste sie kurz bevor wir losgefahren sind und eigentlich frühstücken wollten, musste ich sie nochmal stillen und dann haben wir gesagt, okay, essen wir unterwegs. Ja, die Plazenta haben wir mitnehmen wollen, haben sie aber vergessen und ich hoffe, die haben sie noch im Kühlschrank. Ja, ganz komisch, glaube ich, und einige werden es bestimmt eklig finden, aber wir haben gesagt, wir würden die gerne mitnehmen, wir würden sie gerne verbuddeln im Garten und einen Baum drauf pflanzen. Und genau, dann glaube ich, haben wir alles, was wir was wir erledigen wollten. Und dann fahren wir nach Hause und dann geht ja der ganz normale Mama-Alltag weiter. Die kleine Maus hat letzte Nacht oder vorletzte Nacht eine sehr, sehr schöne Nacht gehabt. Aber letzte Nacht war wieder also ja Dauerstillen angesagt. Aber wir nehmen ihr das absolut nicht böse. Die kleine Maus darf trinken, wann sie möchte. Ich wurde auch auf Instagram gefragt, ob ich sie nur alle 3 Stunden stille, weil ich das da erwähnt habe, dass wir im Moment einen Rhythmus von alle drei Stunden haben. Aber ich stille nach Bedarf. Also immer wenn sie möchte, dann bekommt sie auch was. Und wenn sie schläft, dann wecke ich sie aber auch nicht. Also so hat das die im Krankenhaus auch gesagt. Da haben die Hebammen das gesagt, dass wir nach Bedarf stillen sollen. Oh. Auf Elisabethstraße. Genau, so. Wir sind jetzt gleich da. Ja, kam es plötzlich, die rote Ampel. Ja, das durchs Licht und der Taxifahrer vor mir hat es nicht gesehen. Also ich orientiere mich, wenn einer vor mir fährt, natürlich im Vordermann. Schulkinder. So, Nasi Mausi. Wir haben hier so ein Spucktuch vorgehängt, weil die Sonne gerade so ein bisschen geblendet hat. Das hat sie total genervt. Kann ich auch verstehen, wenn die Sonne direkt so ins Gesicht blendet, dann ist das ja natürlich nicht so schön. Und deswegen habe ich hier einfach so ein Spucktuch rübergehängt. Jetzt schläft sie ganz friedlich. Und dann schauen wir mal, was der Kinderarzt gleich sagt. Die Hebamme hat am Samstag gesagt, dass sie nichts mehr abgenommen hat. Also hat sie nur 5% allgemein abgenommen. Das ist natürlich super. 10% dürfen die ja, aber sie hat bis jetzt 5% und hat, glaube ich, sogar schon wieder ein bisschen zugenommen. Also als die Hebamme gewogen hat, hat sie, glaube ich, wieder 50 Gramm mehr gehabt. Genau, das ist natürlich super. Wir schauen gleich mal, was beim Kinderarzt rauskommt. Ansprechen müssen wir, glaube ich, nicht. Also ich habe gar keine Fragen, außer mit ihrem Bauchnabel. Da soll er mal gucken, weil manchmal finde ich so ein bisschen Blut am Body und ja, da habe ich ein bisschen Angst. Nicht, dass da irgendwas ist. Oder dass irgendwie schlecht ist für die kleine Maus, wenn da Blut ist. Und ja, sonst ist, glaube ich, alles gut bei ihr. So, meine Lieben, wir sind am Krankenhaus angekommen. Seht ihr gar nicht, müsst ihr auch nicht. Weil, ja, Kinderarzt fertig, alles top, der Kleine geht wirklich super, sie war super gechillt, also lag da die ganze Zeit so im Body, ganz angenehm fand sie das, zu Hause wird immer rumgeschrien, aber da fand sie es ganz angenehm, war sehr gelassen, hat der Kinderarzt gesagt, aber ist auch gar nicht so schlecht. Und jetzt holen wir kurz die Plazenta ab, ich hoffe, die haben die noch, sonst, ja, ist schlecht. Im Endeffekt selber schuld, wir haben sie ja vergessen. Und genau, frühstücken tun wir jetzt, glaube ich, nicht mehr hier, weil es so doll regnet. Ich weiß nicht, ihr seht das, glaube ich, ja. Deswegen warten wir auch gerade noch kurz im Auto, aber jetzt sieht es besser aus, ne, oder Schatz? Wir düsen jetzt auch los. Ja, wir düsen jetzt schnell rein. So, wir sind zu Hause wieder. Haben gerade eingeparkt. Die Kleine schläft immer noch, wie immer. Aber ich denke, gleich, wenn wir sie rausholen, hat sie wieder Hunger und sie muss auch gleich wieder was essen. Und ich möchte unbedingt kuscheln, ich vermisse sie schon. Genau, die Plazenta haben wir abgeholt. Sie ist schon relativ viel geschmolzen. Geschmolzen, wie nennt man das? Aufgetaut.
aufgetaut, nennt man das, genau. Geschmolzen, oh Gott. Sie ist schon relativ viel aufgetaut, weil sie war ja da im Gefrierfach, aber sie kommt bei uns gleich wieder direkt ins Gefrierfach. Ja, eine relativ große Plazenta und schwere Plazenta, hat die Hebamme auch gesagt, als sie untersucht hat. Und 800 Gramm hat sie, glaube ich, gesagt. 800 Gramm Plazenta. Sehr, sehr viel für so eine kleine Maus, hat sie gesagt, aber ist ja gut, wenn sie mehr versorgt war. Verkalkung gab es erst die letzten paar Tage. Also als ich beim Frauenarzt war, da gab es noch keine Verkalkung. Und dann als wir den letzten Ultraschall sozusagen hatten, wo die kleine Maus bei mir noch drin war, da hat man kleine Verkalkungen gesehen. Also es war schon gut, dass sie gekommen ist, sagen wir mal. Und ein richtiger Zeitpunkt. Genau, Schatz, ich muss gleich beim Frauenarzt anrufen, meinen Frauenarzttermin absagen. Den habe ich nämlich morgen. Den muss ich absagen. Oder umtragen. Ja, oder umtragen für eine Nachsorge. Genau. Aber da rufe ich gleich mal an. Jetzt gehen wir aber gleich erstmal. Bei der Krankenkasse waren wir gerade noch. Die Kleine anmelden wollten wir, aber geht noch nicht, weil wir die Geburtsurkunde noch nicht haben. Und dementsprechend haben wir jetzt den Zettel mitgenommen oder mitbekommen, den wir dann, wo wir alles eintragen müssen und dann mit der Geburtsurkunde dahin schicken. Und dann bekommt die kleine Maus auch ihre Karte. Und beim Kinderarzt haben wir gerade noch Vitamin C. Oder was war? Was ist das jetzt? Vitamin D. Ja, stimmt. Sonnenvitamine. Genau. Vitamin D ist das hier. Da haben wir das in Tröpfchenform genommen. Vitamin Dopte. Weil, wir denken, das ist vielleicht besser als die Tabletten. Tröpfchen. Jeden Tag einen Tropfen. Weil die Kinder ja das Sonnenlicht nicht verarbeiten können, beziehungsweise nicht ans Sonnenlicht kommen, weil sie nicht in die Sonne dürfen, erstmal in die pralle Sonne und immer so dick eingepackt sind. Deswegen bekommen Kinder bis zum ersten Geburtstag Vitamin D. Und das haben wir jetzt auch für die kleine Maus. Haben wir das bekommen, das sollen wir ab dem 8. Tag geben, das heißt, es dauert auch noch ein paar Tage, 3 Tage noch. Dann fangen wir damit auch an. Und jetzt huschen wir gleich erstmal rein. Und dann schauen wir mal, was wir noch so machen. Kuscheln gleich erstmal, ganz gut kuscheln. Und Felix geht auf die Baustelle arbeiten. Fleißiger Mann in seinem Papa-Urlaub hier, ne? Mhm. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben mal wieder einen neuen Tag. Und ja, es ist gar nicht so leicht, mit Baby zu vloggen. Und dementsprechend hänge ich einfach ein paar Tage aneinander. Ich glaube, das stört euch gar nicht. Und ich bin hier gerade in der Küche, wie ihr seht. Die Kleine sitzt hier in ihrem Hochstuhl. Und wir haben hier gerade Tee gemacht, weil ich trinke sehr, sehr viel Tee im Moment, damit ich einfach sehr, sehr viel trinke. Weil es ist ja wichtig, wenn man stillt. Und habe mir gerade noch so ein bisschen Tomate mit Gurke geschnitten. Einfach für ein paar Vitamine nach dem Frühstück. Das mache ich irgendwie jeden Tag, entweder Obstsalat oder so einen kleinen Grünsalat, sage ich mal. Und der Hund leckt gerade den Kühlschrank ab. Ja gut, lass mich mal den Kühlschrank ablecken. Genau, heute fahren wir zu Felix' Eltern. Die Kleine ist jetzt 8 Tage alt. Braucht heute das erste Mal ihr Vitamin D, fällt mir gerade auf. Genau, und Montag waren wir beim Kinderarzt, heute ist Mittwoch und wir fahren, wie gesagt, heute zu Felix' Eltern, die nochmal besuchen, die freuen sich nämlich schon total, die lieben die Kleine so doll und ja, da wollen wir natürlich da auch so oft wie möglich vorbeikommen, damit die auch alle kuscheln können und gestern, ja, war total die süße Nachricht bekommen, dass sie sich voll freuen, morgen mit der Kleinen zu kuscheln und so und dann machen wir das natürlich. Morgen um 9 kommt die Fotografin zum Babybauch-Shooting, Neugeborenen-Shooting. Freuen wir uns auch richtig drauf. Also sie ist schon wirklich richtig, richtig viel wach. Und deswegen habe ich ein bisschen Bedenken, dass wir, ja, nicht so viele schöne Fotos bekommen. Aber wir schauen mal, wie das dann wird. Gerade ist sie auch wach. Sie guckt hier einfach so rum und schaut. Strammelt immer ihre Decke runter. Und dann werde ich, wenn die Kleine dann noch einmal schläft, duschen gehen, ganz dringend und ja, dann glaube ich, habe ich alles. Dann fahren wir um 1 schon los zu Felix' Eltern, verbringen da ein bisschen Zeit und dann geht er wieder oben auf die Baustelle. Er hat ja noch Urlaub und die meiste Zeit verbringt er einfach oben auf der Baustelle, damit das schnell alles fertig wird. Die Kleine dann ein bisschen beschäftigen, bis sie dann schläft, damit ich duschen kann. Hier ist die Mausi. Die Mausi. Oh, bist du müde, ne?
Die Hebamme war gerade auch schon da, ist super zufrieden mit ihr. Nee, das ist alles ganz toll, mein Schatz. Die hat hier so ein, ja, wir haben das einfach gerade notdürftig genommen, als Decke so ein Handtuch bekommen mit ihrem Namen drauf. Mega süß. Voll schön. Hier mit so einem Elefanten. Total süß. Oh, mega süß. Genau. Nimm mal sie, gehen wir jetzt mal auf Toilette. Oh, da müssen wir ja noch schauen, was wir dir anziehen, ne? Gerade hat sie nur einen Body an und eine Strumpfhose. Und dicke Socken. Ist am bequemsten für die Maus. Und ist auch schön warm. Oh, so, frisch geduscht. Endlich mal wieder. So, und ich wollte euch noch kurz was zeigen, was wir auch noch bekommen haben. Mega, mega süß. Oh Gott, hab ich erschreckt. Ist das nicht süß? Oh Gott, mit all ihren Daten und so. Richtig, richtig schön. Genau, haben wir jetzt passend zum Handtuch bekommen. Und genau, die Kleine ist im Nomi eingeschlafen, wo sie jetzt gerade wieder aufwacht. Bisschen am Strampeln. So, wir waren jetzt gerade den Papa auf der Baustelle besuchen. Meine Haare sind immer noch nass. Gut, jetzt warten wir noch die restliche 2 Stunden, glaube ich. Wir haben es auch gleich schon 11. 2 Stunden noch, bis wir dann losfahren. Die Kleine vorhin noch. Jetzt hat sie schon wieder gegrinst. Süße Maus. Kleine nochmal umziehen, weil sie hat sich noch voll gespuckt. Ist halt so ein kleines Spuckbaby, kleine Mausi. Ja, sie hält mich immer so fest. So süß. Ja. Oh, sie träumt schlecht, glaube ich. Quiekt die ganze Zeit. Gott, oh Gott. Die ist so hübsch. Die Haare sind so süß. Ja, der ist schön. So, und genau. Jetzt werden wir erstmal die Zeit genießen. Beziehungsweise werde ich jetzt das Video schneiden. Hier ist übrigens komplett Baby-Chaos eingezogen. Überall Babysachen. Wir sind hier gerade am, oder haben gerade gestillt im Auto, weil der Felix gerade mit seinem Vater hier was macht kurz. Und ich habe gedacht, ich warte mit der Kleinen hier im Auto. Eigentlich saß sie in ihrer Schale, aber sie hat dann doch plötzlich Hunger bekommen, habe ich sie gerade gestillt. Aber irgendwie wollte sie nur ein paar Schlückchen, hat sie nur genommen. Und ist dann ins Milchkoma gefallen. Jetzt ist sie gerade wieder aufgewacht. Mal gucken, ob sie gleich noch was will. Aber eigentlich fahren wir auch gleich wieder nach Hause. Dann bekommt sie zu Hause ihre richtig große Mahlzeit. Weil jetzt macht sie auch schon wieder die Augen zu. Wir sind mal gespannt. Aber man muss als Mama auch, ja, stillen im Auto. Aber ja, Thema Stillen in der Öffentlichkeit. Ich stille überall. Wenn mein Kind Hunger hat, dann wird gestillt. Ich habe hier ein Spucktuch, das kann ich mir überhängen. Habe auch extra in der Wickeltasche immer so ein großes Spucktuch, damit man wirklich alles verdecken kann. Weil wenn das Kind Hunger hat, dann bekommt das Kind was zu essen. Nimm mal sie. Jetzt guckt sie schon mir mit ganz großen Augen. Und drückt ordentlich einen in die Windel hier gerade. Also gleich, wenn wir zu Hause sind, dürfen wir auch richtig schön wickeln. Nimm mal sie. Das schadet dir gar nichts, ne? Das findest du gut. Aber auch darüber freut man sich als Mama. Über eine volle Windel freut man sich. Ne, weil dann heißt es alles gut. So schöne Augen. So große Augen auch. So, der Papa holt uns was zu essen. Uhuhu. Ja, weil meine Eltern heute den ganzen Tag einen Termin haben und nicht zu Hause sind, gibt es dementsprechend noch nichts zum Mittagessen, beziehungsweise hat meine Mutter einfach gesagt, dass wir uns selber verpflegen sollen, also uns selbst drum kümmern sollen, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Ich hätte jetzt auch zu Hause was kochen können, aber wir sind schon immer, immer am Überlegen oder am, ja, am, wie nennt man das, Liebäugeln mit einer Pizza. Und dementsprechend haben wir uns heute mal gesagt, okay, dann holen wir uns eine Pizza. Bevor wir wieder zu McDonald's fahren, holen wir uns lieber eine Pizza. Und die haben jetzt gerade online bestellt und holen die jetzt kurz ab. Weil bei uns wird nicht geliefert, wir wohnen leider zu weit weg. Zu weit am Schuss, sage ich mal. Kleine Mausi schläft, aber träumt schlecht anscheinend. Trampelt manchmal so ein bisschen. Genau. Und ja, dann wird gleich erstmal zu Hause gegessen.
Hunde rauslassen, beziehungsweise Gassi gehen, die sind nämlich schon die ganze Zeit alleine, die Armen. Und ja, dann heißt es, Felix geht wieder auf die Baustelle und ich mache mir dann einen schönen Tag mit der Mausi. Wenn es mal nicht regnet, dann würde ich gerne eine Runde spazieren gehen mit ihr. Ein bisschen an die frische Luft, aber es scheint wohl eher so nach Regen auszusehen. Meine Babymausi. So, die Pizza ist da. Yay. So, meine Lieben, wir sind zu Hause. Ich habe die Kleine gerade in die Trage gepackt, das erste Mal. Macht sie super, super toll. Nur, dass man sie halt einfach noch gar nicht sieht, weil sie so klein ist. Genau. Gefällt ihr ganz gut, sie ist wach. Ich war jetzt gerade auf Toilette und jetzt gehen wir den Papa auf die Baustelle besuchen. Das heißt, oh Gott, das habe ich hier. Oh, ich kriege auch Schluck auf von der Maus. ja, gehen wir den Papa auf die Baustelle besuchen und einen neuen Bauvlog für euch drehen. Ne, den ersten Bauvlog mit Baby. Ist doch ja einiges passiert, ihr werdet euch wundern. Genau, und dann gehen wir jetzt mal auf die Baustelle und danach muss ich gleich meinen Bruder abholen. Der ist bei seinem Freund. Und den werden wir dann gleich abholen. Dann, ja, haben wir noch Geschenke gekriegt, habe ich gar nicht gezeigt. Einmal ein Butni-Gutschein. Butni ist ein Drogeriegeschäft, so wie DM und so. Dann haben wir bekommen Pampers in Größe 2, sehr, sehr gut. Und ganz, ganz viele Feucht hier. Genau, haben wir geschenkt bekommen. Und genau, jetzt gehen wir mal auf die Baustelle. Mal gucken, was der Herr heute schon geschafft hat. So, wir haben vorhin Post bekommen. Die tolle, super süße Decke für die kleine süße Leica ist angekommen, ne? Genau, die süße Leica ist angekommen. Die Decke, nicht die Kamera pressen, nein! Die Decke ist von Stoff mit Z. Da haben wir auch die tolle Krabbeldecke von der kleinen Maus. Und die machen auch Hundedecken. Und ich finde die so, so schön in diesem Design hier. Mit diesem Rosa und diesem Braun. Und dann noch mit diesem total süßen Fell. Und die kleine Maus, du magst die auch total, ne? Magst du die auch total? Ja, magst du die auch? Ja. Genau, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Designs. Ich wollte nochmal meinen After-Baby-Buddy zeigen. Also, womit sieht das Ganze so aus? Wir sind jetzt 8 Tage nach der Geburt. Und das Ganze sieht so aus. Ich habe das auf Instagram schon mal gezeigt. Aber, genau, so sieht das Ganze aus. Also, er ist schon gut zurückgegangen. Die Gebärmutter sitzt wohl noch hier so ungefähr. Hat die Hebamme heute gemessen. Und ja, der Bauchnabel ist noch draußen. Also, der muss wieder verschwinden. Und man hat halt hier immer noch so ein bisschen Speck, die Lia Nigra heißt die, glaube ich, ist auch noch da. Die kleine Maus liegt hier. Oh, bist du wach geworden, Mensch Spatzi? Bist du wach geworden, Mensch Spatzi? War ja gerade die ganze Zeit in der Trage. Jetzt habe ich sie aber rausgetan, hier hingelegt, aber da bist du wach. Ne? In der Trage hat sie schön geschlafen, aber hier wird nicht geschlafen. Ne? Schön eingepackt hier. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!